Hallo Sportsfreunde, ich bin Tommy und das ist der Super Bowl Vlog. So, amerikanisches Frühstück haben wir damit durch, Oreo Cereals, richtig geil. Ich habe auch noch ein paar andere da, wenn ihr wissen wollt, wo es die gibt, checkt unten den Link aus. Ansonsten habe ich nicht ganz so viele Sachen gekauft, Reese's und so kaufe ich ja normalerweise. Aber dieses Jahr gehen wir erst noch essen, das seht ihr gleich, wo es hingeht. Und vor allem schauen wir dann den Super Bowl im Kino und da gibt es All You Can Eat und so weiter und so fort. Aber seht ihr dann gleich alles im Video. Wie es sich für einen Super Bowl-Tag gehört, fahren wir jetzt ordentlich amerikanisch essen. Wir fahren in ein Diner. Ich war da bisher noch nie, bin sehr gespannt drauf und ja, ihr seht, ob das Ganze denn was taugt oder nicht. Also Leute, wenn das mal kein Diner ist, dann weiß ich auch nicht. So, True Fellas ist richtig nice. Gleisdorf in der Nähe von Graz ist das Ganze. Ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt ist das weg. Richtig geiles Diner. Ihr seht das schon hier, hat halt richtig geilen amerikanischen Flair und auch so die Bedienung, ein Röckchen und so. Essen auch richtig gut. Wir hatten die Rippchen und den True Fellas Burger mit Ei und mit Zwiebelringen und so. Richtig geil. Also lohnt sich auf jeden Fall hier hinzukommen, wenn ihr in Graz oder Umgebung seid. Ich habe zu Weihnachten eine Popcornmaschine bekommen und die probieren wir jetzt mal aus. So, jetzt brauchen wir noch zur Einstimmung einen richtigen Film. Der ist schon mal gut. Dann nehmen wir noch Unbesiegbar. Der ist auch gut. Draft Day. Ja. Gegen jede Regel. Remember the Titans. Hier. We Are Marshall. Der ist auch richtig gut. Oh, der hier. Friday Night Lights, der ist auch richtig gut. So, Blindside, Klassiker. Jerry Maguire, Spiel des Lebens. Welcher Film soll es sein?
dieser. Okay, dann nehmen wir den. Remember the Titans. Sehr gute Wahl. So, bevor wir zum Spiel fahren, fehlt noch meine Prognose zum Super Bowl. Und die wird jetzt streng wissenschaftlich durchgeführt mit diesem Field Goal Kick-Ding. Wenn ich den gleich beim ersten Mal treffe, dann gewinnen die 49ers. Wenn ich den nicht gleich beim ersten Mal treffe, dann gewinnen die Chiefs. Schauen wir mal. Nein! Ich habe nicht getroffen. Ich habe nicht getroffen. Also, die Chiefs gewinnen den Super Bowl. Mal gucken, ob ich den nochmal reinmache. Aber gut, zu spät. Eine zweite Chance gibt es nicht. Ja, die Chiefs gewinnen den Super Bowl. Der Ball, der ist letzten Monat komplett einmal durch Deutschland gegangen, damit alle, die mit wollten, nicht mit konnten, irgendwie hier sein können. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir einen Ball fertig, worauf alle unterschreiben können. Wie geil ist das denn? Danke. Na, Tonis, Tobi Snakey. Dankeschön. Danke. So, wir sind jetzt im Kino. Hier wird gerade Man gespielt auf der Leinwand. Richtig geil. Die haben hier Man aufgebaut und man kann hier gegeneinander zocken. Das ist schon richtig geil auf der Leinwand. Die Jungs da zocken gerade und dann gibt's gleich was zu essen und dann schauen wir gleich das Spiel. So, Leute, jetzt gibt es den offiziellen Super Bowl Preview Battle zwischen Patrick und mir. Wen nimmst du? Hello everyone, it's the okay, ich nehme die Chiefs und Patrick nimmt die 49ers. Und dann gucken wir mal, wie das Super Bowl aussieht. Ja, das ist
champions of the NFC. So Kingdom, are you ready? You've waited 5 decades to hear it. Here come your champions of the AFC. So, wir sind kurz vor dem Kickoff. Expertenmeinung, wer gewinnt? National 49ers. Dann muss ich einfach mit den Chiefs gehen. Der Super Bowl ist aus. Die Chiefs schaffen tatsächlich noch das Comeback. Patrick war bei der 10-Punkte-Führung von den 49ers, war er schon dabei, die neuen Caps einzupflegen von den 49ers, Championship Caps. Aber der Kyle Shanahan-Fluch schlägt wieder zu. Was sagst du? Ja, laufen. Ja, keine Ahnung, warum die einfach nicht gelaufen sind, sondern da den Ball passen. Aber naja, verdienter Sieger, schönes Spiel bis zum Ende, spannend. Und die neuen Championship Caps könnt ihr jetzt bei Topaz kaufen. Just call me when you get up and get out and get off. And I hit you when I get down and get in and get on. Baby, you could just call me when you get up and get out and get off. And I hit you when I get down and get in and get on. Aye, look. Aufnahme? Läuft? Mhm.